Corona. Live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live und bei mir zu Gast, diesmal auch beide physisch wieder da, Andreas Mölzer, der war ja die letzten Wochen da und Robert Miesig, diesmal nicht per Skype, sondern wieder im Land. Hallo. Hallo. Ja, es gibt vieles, über das wir reden. Ich würde sagen, wir starten mit dem Impfen. Das beschäftigt und polarisiert derzeit extrem, muss man sagen, dieses Thema. Was, glaube ich, unbestritten ist, ist, dass die Impfquote nicht merklich steigt und dass der Impfmotor stockt und man es irgendwie derzeit anscheinend nicht schafft, über diese 60% jene, die da noch fehlen, dazu zu motivieren, sich impfen zu lassen. Wer ist schuld daran? Ist es die Regierung, weil sie es nicht wirklich offensiver bewirbt, betreibt, sozusagen aufklärt? Sind es die Impfskeptiker, die da, sage ich mal, mit Fake News da teilweise auch für Verunsicherung sorgen? Woran liegt das, dass wir derzeit nicht betrauen? Naja, beides natürlich. Und wahrscheinlich fällt uns noch was Drittes ein. Ja? Also natürlich sind diejenigen, die da jetzt mit Fake News und Halbwahrheiten, die aus dem Zusammenhang gerissen worden sind und so Unterstellungen, was nicht alles sein kann, diejenigen, die eine gewisse Skepsis den Menschen auch in die eingeimpft haben, wenn wir bei diesem Wort bleiben wollen, das ist natürlich auch mitverantwortlich. Und natürlich hat Regierung, und da würde ich jetzt nicht mal nur die Bundesregierung ansprechen, sondern auch die Landesregierung und Landesgesundheitsämter, da hat man wahrscheinlich, hätte man was besser machen können, als wir es gemacht haben. Also es gibt ja nicht auch in Österreich so etwas wie Best-Practice-Beispiele, also es gibt ja große Unterschiede in der Impfquote, und wenn man sich in Deutschland anschaut, in Bremen gibt es da eine Impfquote von, glaube ich, mittlerweile 80%. Also da sieht man, in Bremen müssen sie irgendwas richtig gemacht haben, im Vergleich zu Österreich, wo wir, glaube ich, im besten Bundesland, dem Burgenland, was haben wir da jetzt, 64%, in Wien hat man ca. 60%, aber man sieht ja da auch die Unterschiede innerhalb von Wien zum Beispiel zwischen bestimmten Bezirken, also den gutbürgerlichen mit hohem Bildungsgrad oder auch eher die reichen Bezirke, hast du eine höhere Impfquote als den armen Bezirken, nennen wir es mal so. Ja? Das ist auch signifikant, also zwischen 64%, glaube ich, in Neubau und ca. 50% in Simmering und Favoriten. Ja? Und da sieht man schon am Beispiel Bremens, die sind in den ärmeren, sozial schwierigeren Bezirke, in denjenigen, wo die Menschen vielleicht sozusagen nicht so involviert sind, auch in unserer mediale Kommunikation, eingegangen von Beginn an und haben dort, sind den Menschen nachgegangen. Und deswegen haben die so eine hohe Impfquote hingekriegt. Und das versucht man in Wien jetzt eh. Ja? Also vor Moscheen, ja, und beim Billa, ja. Ich glaube, in der Brigitte Nau beim Billa haben es innerhalb von einer Woche 700 Leute geimpft. Das ist der Weg wahrscheinlich. Und da hat man wahrscheinlich einen Fehler gemacht in ganz Österreich, dass man ja so irgendwie eher so die Liste abgearbeitet hat und sich nicht überlegt hat, wo müssen wir extra hingehen, um diejenigen zu erreichen, die vielleicht gar nicht involviert sind in diese Diskurse. Mhm. Herr Mölzer, wie sehen Sie das? Warum kommt man momentan beim Impfen nicht weiter? Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Naja, man muss da schon ein paar Dinge auch beachten. Schauen Sie, was heißt Fake News? Es ist halt so, dass viele Menschen einfach verunsichert sind, wenn sie hören, dass in Ländern mit hoher Durchimpfungsrate wie in Israel und so weiter wieder die Infektionen steigen und wo das halt auch Geimpfte betrifft, sogar doppelt Geimpfte betrifft. Ne? Das muss man also, kann man nicht nur als Corona-Leugner und Impfskeptiker und was weiß ich, Wahnsinnige hinstellen, sondern es sind Bedenken, die es halt gibt und die auch ernst zu nehmen sind. Das ist das eine. Das andere, schauen Sie, die Propaganda, die getrieben wird für die Impfung, wo jetzt zuletzt der Bundespräsident leutselig vors Volk tritt und so, das muss man ja, glauben Sie wirklich, dass der hat 50% der Wähler gehabt oder ein bisschen mehr, dass die anderen alle dem Herrn Bundespräsident, wenn er noch so leutselig tut, impft. Und das, was Sie nennen, diese angeblich niederschwelligen Möglichkeiten zur Impfung, ich muss ehrlich sagen, ich habe da mit Leuten geredet, die haben gesagt, es ist ein Wahnsinn, ich soll mich beim Billa, wenn ich zwei Wurstsemmeln kaufe, impfen lassen. Ne? Von Leuten, die nicht wissen, ob ich Diabetes habe oder was weiß ich, welche Vorerkrankungen. Das ist ja nicht ganz so einfach. Ne? Da musst du den Patienten kennen, was kann ich wem zumuten, was nicht und so weiter. Also das ist, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich verstehe es, dass man eine hohe Quote, Impfquote zusammenbringen will, um also auch diese gemeinsame Immunität zu erreichen durch Impfung und Genesene. Ne? Ich verstehe es aber nicht, dass man das so nach dem Jahrmarktprinzip jetzt auf einmal machen will. Weil das ist medizinisch unseriös. Ne? Für jemanden, der nichts hat, ist es vielleicht wurscht. Ne? Aber es gibt ja so viele, gerade die Bedenken haben, die unter Umständen halt
halt, wo man eine Beratung braucht, eine ärztliche, und nicht von der Billerverkäuferin, sondern vom Hausarzt oder vom Fachmann. Also man sollte das ernster nehmen. Also bitte, Herr Melzer, ich weiß nicht, schauen Sie, Sie spielen immer so eine Doppelrolle. Auf der einen Seite sagen Sie, natürlich wäre es wichtig, dass Sie so viel wie möglich, die Stimme der Vernunft, so viel wie möglich Menschen impfen lassen. Und ja, wenn Sie das mal gesagt haben, dann sagen Sie, was alles dagegen spricht. Ja? Also, es ist, und dann kommen Sie auch mit so Geschichteln. Es ist doch nicht so, dass die Sie verbreiten ja einen Hurra-Impfpatriotismus. Nein, aber sozusagen, dass Sie da jetzt ja erzählen, dass die Leute beim Biller von der Verkäuferin geimpft werden und von der Kassiererin. Nein, aber die Beratung brauche ich. Die Beratung brauche ich vom Mediziner. Auch nicht die Kassiererin wird die Leute beraten, nein, sondern natürlich werden dort Ärzte sein und Mediziner. Der kennt die Krankengeschichte von dem. Und derjenige, der sozusagen eine Krankengeschichte hat und der sich unsicher ist, der wird ja dort eh nicht geimpft, weil sie sagen, dass da einer daherkommt und sagt, ich soll mich impfen lassen. Er soll sich nicht impfen lassen. Wenn er irgendeine Sorge hat, wird er sich beim Biller nicht impfen lassen. Aber wenn er keine Sorge hat, ja, und wenn er nur bisher nicht gewusst hat, wie er sein Angebot wahrnimmt, weil er vielleicht auch nicht so in der digitalen Welt beheimatet ist, dass er sich anmelden kann für den Impftermin. Ja? Ich meine, schwer ist es nicht, aber für manche Leute ist es schwer, wenn sie nicht wissen, wie das geht. Ja? Für die ist es ein offensichtlich niedrigschwelliges Angebot, das angenommen wird. Ja? Wenn sie 700 Leute beim Biller impfen lassen, ja? Das werden ja nicht 700 sein, die bisher sich überlegt haben, es könnte schädlich für mich sein, aber jetzt beim Biller die Verkäuferin herumsteht, nehme ich das Jaukerl. Also das sind Leute, die offensichtlich bisher nicht in der Lage waren, sich sozusagen dieses digitale Impfangebot zu organisieren und für die der niedrigschwellige Bereich geklappt hat. Und genauso bei der Moschee im 10. Bezirk. Ja, da haben dann die Islamische Gemeinschaft mit dem österreichischen Wiener Bürgermeister eine Aktion gestartet und offensichtlich sind da einige hundert, 300, 400, glaube ich, waren es in einer Woche gewesen, die vielleicht bisher gar nicht auf Deutsch was zugeschickt gekriegt haben oder es nicht lesen haben können, ja, oder nicht wissen, wie sie sich da einloggen. Und das sind die richtigen Dinge. Wir müssen diese Prozent- und Promillbereiche da jetzt aufbekommen, weil die 62% oder die 50%, beides ist zu wenig. Ja, wir müssen auf die 80% kommen, die man in Bremen hat. Und wenn wir nicht auf die 80% kommen, müssen wir wenigstens auf die 70% kommen. Und da kann man nicht dauernd sagen, na, der spricht dagegen und der spricht dagegen. Nein. Weil die Folge... Man darf keine Bedenken äußern. Da darf man schon. Nur sozusagen, ich darf Ihnen eines verraten. Ja. Das Schlimmer ist, wenn im nächsten Herbst wieder Hunderte, Tausende sterben und wenn wir wieder einen Lockdown brauchen und wenn die Kinder, die jetzt in die Schule kommen, wieder nach, was weiß ich was, 3 Wochen der Schulunterricht eingestellt wird. Das sind viel größere Folgen als sozusagen vielleicht der eine oder andere Impfnebenwirkung. Ja, die Nebenwirkungen sozusagen des Nichtimpfens, ja, die großen Folgen einer Nichtimmunisierung für die gesamte Gesellschaft, das haben wir jetzt ein Jahr lang erlebt oder zwei, ja, das wollen wir doch im Herbst nicht nochmal haben. Herr Mäßig, Sie verbreiten langatmig sehr Widersprüchliches. Auf der einen Seite sagen Sie, ja, diese niederschwelligen Angebote werden ja angenommen. Auf der anderen Seite beklagen Sie, dass die Leute sich nicht genug impfen gehen lassen. Und es sind nicht hunderttausende Tote, die wir befürchten müssen. Sie reden schon den gleichen Blödsinn wie der Herr Bundeskanzler vor einem guten Jahr. Jeder wird hunderttausende kennen. Sie haben gerade zuerst geredet, hunderttausende. Ich glaube, es sind hunderte Tausende. Ja. Wie auch immer. Hunderttausende habe ich verstanden. Genau. Auf jeden Fall. Ja, sozusagen, Sie verstehen immer, das, was Sie gern verstehen. Dann tun Sie sich weniger langatmig, sondern klar. Artikulieren. Dann ist es vielleicht und Tausende klarer. Und Hunderttausend ist ein Unterschied. Ja. Dann muss man es auch klar artikulieren. Aber ungeachtet dessen, es muss doch möglich sein, ohne dass man jetzt als Saboteur der Impfkampagne gilt, dass man die Bedenken der Menschen, die sich nicht beim Supermarkt impfen lassen wollen, sondern beim Arzt, beim Mediziner. Und das ist ja keine Frage der Propaganda bis hin zum Bundespräsidenten, sondern eine Frage, wo die Wissenschaft eine klare, stringente, überprüfbare, wissenschaftlich überprüfbare Antwort geben muss. Und wenn man das nicht nachfragen darf, dann ist man nach Ihrer Diktion... Ja, das ist lieb von Ihnen, sehr gütig. Sehr gütig von Ihnen. Ihre Freunde. Sie wissen ja gar nicht, welche Freunde gerade zitiert. Ja. Ihre Freunde, die Sie nicht impfen lassen wollen, die wollen Sie nicht impfen lassen, sowohl beim Mediziner als auch beim Biller. Jetzt reden wir schon auf dem Niveau Borne Männer groß, wirklich. Sie erinnern mich schon jetzt an den Mini groß und das ist kein Kompliment. Also wirklich. Nein, kommen wir zurück. Aber ist es vielleicht wirklich ein Problem? Der Herr Mölzer hat das ja sozusagen durch auf seine Art jetzt auch versucht, ein bisschen zu artikulieren. Ich versuche das zu übersetzen. Auf meine Vornehme Art. Ja, dass man da vielleicht alle, die sich derzeit nicht impfen lassen, in ein Eck stellt. Tut man ja nicht. Gerade das tut man ja nicht. Dadurch vielleicht auch ein bisschen eine wie sagt man, Kontrabewegung auslöst, dass halt dann vielleicht... Ja, die sich noch mehr irgendwie denken, jetzt soll ich mir erst recht nicht impfen. Also erstens mal sozusagen, die stehen sich erst
die stellen sich ja selber im Eck und das ist ja ein bisschen ein Drama. Es geht um eine wissenschaftliche Frage, es geht um eine medizinische Frage, es geht um etwas, wie wir als Gesellschaft uns schützen. Das ist keine Frage der Ideologie. Aber es gibt offensichtlich politische Kräfte, die Impfschwurbel, aber auch Teile der FPÖ, die diese Frage unbedingt ideologisieren müssen. Ja? Die Frage, soll ich mich schützen gegen einen Orkan oder nicht, ist doch keine ideologische Frage. Und genauso ist es bei der medizinischen Frage. Ja? Soll ich kämpfen gegen den Krebs, ist auch keine ideologische Frage. Klar soll ich es machen, wenn ich krank bin. Ja? Das sind doch Dinge, die sollten nicht ideologisiert sein. Aber die Frage ist schon, wie schütze ich mich? Aber, und dann kommt noch eins hinzu, natürlich geht es auch darum, diese nicht in einen Topf zu werfen. Ja? Und das tue ich ja gerade nicht. Ja? Diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer, ja, bisher Impfangebote nicht angenommen haben, zum Teil auch deswegen, weil sie eben auf irgendeine Art und Weise am Rande der Gesellschaft und ihrer Kommunikationsstrukturen stehen, ja, die gar nicht gewusst haben bisher, wie sie sich sozusagen zu einem Impftermin anmelden und Ähnliches, sind ja andere als die rabiaten, ideologisierten Impfgegner. Die ideologisierten Impfgegner wird man eh beim Biller nicht zur Impfung bewegen, das ist ja eh logisch. Aber diejenigen, die bisher nicht in die Nähe eines Angebotes gekommen sind, wird man dadurch erreichen. Jetzt, um einigermaßen seriös zu bleiben oder wieder zu werden, gebe ich Ihnen in einem Punkt recht. Dort, wo es eine sogenannte Kommunikationsblockade gegeben hat, sprich in den Migranten-Parallelgesellschaften, wo, wie Sie sagen, die das nicht lesen können oder nicht Deutsch verstehen, da ist es sicher richtig, allein die Kommunikation die diesbezüglich einmal voranzutreiben. Und da mag es auch notwendig sein, in diesen Bereichen, das ist einmal rund um die Moschee beispielsweise, Impfangebote zu geben. Ne? Aber insgesamt ändert es nichts daran, dass das eine Frage der medizinischen und immunologischen Wissenschaft ist, okay, die ich von der beantwortet haben will und nicht eine Frage der Gelegenheitsimpfung, wo ich, was weiß ich, da wo es am leichtesten, am schnellsten geht. Ne? Das muss man schon sagen. Und damit nimmt man dem Ganzen auch die Seriosität. Wenn das seriös im Krankenhaus, beim Arzt, beim Hausarzt, in Impfzentren verimpft wird, ist das was anderes wie so eine Geschichte. Das hat einen unangenehmen Oku, finde ich. Ja, nur die Frage ist, was wollen Sie wissen an wissenschaftlichen Erkenntnissen? Gar nichts, geht uns nichts an. Die Blöden haben alles zu fressen. Gell? Wir können ja gern darüber diskutieren. Wir wissen, dass wir in Wien unter den Geimpften Inzidenzien von 19 haben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, letzte Woche habe ich die Zahlen recherchiert, die werden sich vielleicht verändert haben in einer Woche, aber in der Größenordnung sind sie so geblieben. 19 hatten wir bei den Geimpften, 250, glaube ich, bei den Ungeimpften. Ja? Das heißt, bei den Geimpften gibt es ein paar Impfdurchbrüche, aber die große Gefahr, der großen Gefahr setzen sich natürlich die Ungeimpften aus. Ja? Und die Impfung schützt nicht hundertprozentig, aber sie schützt extrem, also über 90% oder rund um 90%. Das wissen wir, ja. Das kann man natürlich in Frage stellen, da kann man immer sagen, wie Sie muss man nicht in Frage stellen, aber das wirft weitere Fragen auf. Ne? Warum sind ein gewisser Prozentsatz der Geimpften auch nicht geschützt? Warum gibt es da genug Fälle auf Intensiv und? Das muss man genug. Schon. Schauen Sie, das ich darf Ihnen gerade gesagt, 19 man, ja, zu 250. Sie haben jetzt gar nichts gesagt, Herr Missig. Sie sind launartig, sagen mir aber gar nichts. Nämlich das eine nicht, da brauche ich nicht Antworten von Ihnen, da brauche ich Antworten von kompetenten Wissenschaftlern. Und auch die Menschen ja, haben das Recht. Sie wollen sie nur erzählen? Ja, aber geh. Haben Sie. Das sind unnötige Unterstellungen. In Wien hatten wir auf den Intensivstationen, wenn ich mich recht erinnere, einen Geimpften und der Rest Geimpfte. Das ist die Antwort, nach der Sie gerade gefragt haben. Da tun Sie es jetzt ein bisschen verharmlosen. Leider Gottes, es gibt auf Intensiv inzwischen auch wesentlich mehr Geimpfte. Das ist eben das, was man beantwortet sicher haben muss. Was man den Leuten. Nein, ein paar, es gibt etliche. Und das Beispiel Israel ist da unerfreulich. Ich habe jetzt nicht im Gegensatz zu... Ich habe Ihnen ein paar Zahlen genannt, Sie haben keine. Nein, ich habe keine. Erklären Sie mir das Beispiel Israel. Um das geht es ja. Das sind nicht die Dinge, die den Leuten Sorge bereiten. Israel ist natürlich ein interessanter Fall, wobei da behaupten ja die Experten, ich kann das auch nur wiedergeben, dass es daran liegt, dass dort eben der Drittstich fehlt und der Impfschutz halt nach 6 Monaten anscheinend teilweise nachlässt. Ja, und die haben ja sehr früh zu impfen begonnen. Also das dürfte wohl Israel zum Teil zumindest erklären. Aber kommen wir vielleicht zu diesem Thema 1G und Lockdown für Ungeimpfte. In Deutschland nennt man es jetzt Lockdown für Ungeimpfte, Baden-Württemberg will das, in Österreich sagt man 1G dazu, der Bundeskanzler hat das für die Nachgastro zum Beispiel gefordert. Ist das sinnvoll, dass wir im Herbst, wenn die Zahlen steigen, sagen, okay, wenn es Verschärfungen gibt, dann gibt es die im ersten Schritt einmal nur für die Ungeimpften? Oder trägt das zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft bei und kann man das de facto eh nicht so... Naja, es kommt darauf an, was es geht. Ja? Wenn es darum geht, um Fragen wie
darf in die Disco, darf in die Gastronomie, darf ins Restaurant, in die Nachtgastronomie, dann ist es natürlich vollkommen gerecht, wenn diejenigen, die freiwillig ungeimpft sind, dann auch die Folgen davon tragen, während andere, die sozusagen nicht freiwillig ungeimpft sind, dadurch weiter hineingehen können. Weil die Alternative wäre ja, dass wir dann quasi das Infektionsgeschehen außer Rand und Band geraten lassen, sodass dann für alle Lockdowns geben wird. Und warum sollen dann diejenigen, die sich impfen haben lassen, die Folgen tragen von den Aktionen der Ungeimpften? Aber das sind ja Bereiche, wo es um gewissermaßen um den Spaß und um die Freude im Leben geht. Schwieriger wird es schon da, wenn es um Dinge wie Arbeit geht und um Mobilität. Und im Supermarkt wirst du es nicht machen. Die Leute müssen einkaufen. Ja. Ja, im Supermarkt wirst du es nicht machen können. In Deutschland gibt es die große Debatte über die 1G oder die 3G-Regel eigentlich. Ja? In den Zügen, also bisher musstest du keinen Test machen, wann du in einem Zug sitzt und auch nicht geimpft und genesen sein. Wenn du das änderst, würde das für viele Pendler bedeuten, die sich nicht impfen lassen wollen, dass sie sich jeden Tag testen müssen, was praktisch nicht praktikabel ist. Ja? Das heißt, das wäre dann natürlich für Berufspendler, die längere Strecke zurücklegen müssen, schon so etwas wie eine Impfpflicht, während wenn du nicht in die Disco gehen darfst, ist es keine Impfpflicht, weil dann gestern nicht in die Disco. Ich nehme an, Sie sehen das sehr skeptisch, diese 1G-Regel. Ich sehe schon, dass man Schutzmaßnahmen treffen muss und auch überprüfbare Schutzmaßnahmen, das sehe ich schon. Aber es gibt da so viel Unlogisches auch dabei. Schauen Sie, warum sind Genesene, die nachweisbar eine entsprechende Immunantwort ihres Immunsystems haben, warum sollen die nicht dahin gehen dürfen? Warum sollen die, also dann gibt es ja Leute, die genesen sind, aber einen Stich haben zum Beispiel, wo der Arzt ihnen wirklich sagt, bitte keinen zweiten, das würde eine Überreaktion hervorrufen. Warum sind vor allem die nicht unter die Möglichkeit da erlaubt zu sein? Also man müsste auch diese Unklarheiten oder diese unlogischen Dinge da ausmerzen. Ansonsten sehe ich durchaus ein, dass es gewisse Prämissen gibt für gewisse Dinge, Freiheiten, die man hat. Die Nachtgastronomie interessiert mich wirklich da am wenigsten. Jeder hat seine private Sicht auch, natürlich individuelle. Aber es geht ja insgesamt, womöglich geht es dann um die Gastronomie überhaupt und so weiter. Und da muss man dann einfach logischerweise sagen, was ist wirklich die 3G-Regel, hat da eine gewisse Logik gehabt. Wenn sie jetzt auf 1G reduziert wird, ist schon viel... Das sind Sie skeptisch. Ja, erstens, und es ist schon eine Spaltung auch, die man dadurch provoziert. Die Frage ist es eine Spaltung oder ist es, was ja manche als Argument dafür auch herführen, erhöht es den Druck dann auf jene, die nicht geimpft sind, sich dann doch impfen zu lassen? Das soll sein. Glaubst du, dass das es gewisse Gruppen gibt, die sagen, wenn so ein G-Regel kommt, dann lasse ich mich impfen, weil ich will halt weiter in den Club oder in die Diskothek am Abend gehen? Sicher gibt es sie. Ich meine, es gibt bestimmte Gruppen, die sind so überideologisiert, dass sie, also so rabiate Impfgegner, dass sie sich nie impfen lassen werden und die dann gern auf alles verzichten. Ja gut, die wird es geben. Gibt es sicher. Aber das ist ja wahrscheinlich eine eher überschaubare Gruppe und darüber hinaus gibt es halt dann auch genügend, die ja bisher auch die Haltung hatten, weil das ja auch ein bisschen so kommuniziert worden ist, ja, dass man mal 70% erreicht haben, dann ist ja eh die Herdenimmunität, also muss ich es gar nicht machen. Ja? Und die deswegen so eine gewisse Wurstigkeit und ein bisschen eine Trittbrettfahrermentalität hatten. Ja? Auf die würde es einen Druck erhöhen, auch das, die Unbequemlichkeit, wenn es jeden Tag, jede Woche dreimal testen muss, das hat natürlich eine Unbequemlichkeit, die viele Leute dann am Ende dazu bringt, dass sie sagen, okay, dann lasse ich mich jetzt impfen, weil damit ich diesen Blödsinn hinter mir habe. Ja? Das glaube ich schon, dass das in einem gewissen Bereich der Fall sein wird. Ja, das prozentuell zu veranschlagen, weiß ich jetzt nicht, ob man da jetzt wirklich 10... Ich glaube nicht, dass wir damit jetzt noch 10%, dass wir jetzt über 10% der Ungeimpften reden. Ja, wir sollen ja aber auch nicht vergessen, dass unter den Ungeimpften ja genügend auch sind, die sich nicht impfen lassen können. Das sind die Kinder, die bisher für dieses noch nicht zugelassen ist. Darunter sind ja auch... diejenigen, die aufgrund von irgendwelchen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, sonstigen Krankheiten sich nicht impfen lassen können. Das soll man ja nicht ganz vergessen. Und mit denen müssen wir ja auch solidarisch sein. Das kommt ja noch hinzu. Ja? Also jeder, der sich impfen lässt, wann er es kann, ist solidarisch mit denen, die sie ja nicht kennen. Also mit den Kindern, insbesondere mit den Kindern, die so viel tragen haben müssen. Und das ist ja eine große, große Zahl. Ja. Alle Kinder unter 12, das ist ja nicht, da reden wir ja nicht über 1000 Leute, ja, da reden wir über zigtausende. Die haben so viel in diesen letzten 2 Jahren akzeptieren müssen. Oder auch, was heißt akzeptieren? Die haben gelitten. Ja. Und es ist auch ein Akt der Solidarität mit denen, dass alle anderen, die das kennen, sie impfen lassen.
Abschließend zu diesem Thema noch, jetzt wissen wir es alle hier nicht, wahrscheinlich weiß es momentan niemand, aber befürchten Sie, dass wir noch einmal auf einen Lockdown zusteuern, also dass es im Herbst noch einmal so harte Maßnahmen gibt, wie wir sie im letzten Jahr hatten? Naja, wenn ich die Entwicklung mir ansehe und auch die mediale Berichterstattung, so haben wir ja im Moment offenbar einen schwierigeren Zustand als vor einem Jahr genau. Ne? Da haben wir ja mehr oder höhere Zahlen als vor einem Jahr. Der Unterschied ist der, dass wir eben doch mehr als die Hälfte der Österreicher geimpft haben. Ne? Aber es scheint, es kommt ja immer darauf an, wie sehr die Regierenden sich dann auch davon beeindrucken lassen und wie sehr sie ihre alten Versprechungen, der Bundeskanzler gesagt hat, das ist vorbei im Sommer und was weiß ich was, ne? Dann einfach vergessen, so nach dem Motto, was kümmert mich mein Unsinn von gestern? Ne? Also darauf kommt es drauf an. Und wie weit man eben diese Spaltung, wenn man wirklich nur einen Lockdown für die Nicht-Geimpften macht, ne? Wie weit man das durchtragen kann, ne? Wie schwierig das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich beim Pompe in Klagenfurt jetzt nur mehr dort sitze mit dem Impfnachweis und alle anderen haben, was weiß ich, ein Keinsmal oder was auf der Stirn, dass sie auch nicht reinkommen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Und ich kann mir auch nicht vorstellen, auf der anderen Seite, wie Sie das sagen, in Wien muss ich mich ja inzwischen täglich testen lassen, weil das ja nur mehr einen Tag gilt, der normale Antigen-Test. Ne? Wie soll das gehen, wenn ich jetzt nicht geimpft bin? Das heißt, es ist der indirekte Impfdruck da. Ne? Ich habe sogar ein gewisses Verständnis dafür, obwohl es mir widerstrebt, weil es halt einfach der Bürgerfreiheit widerstrebt, aber es ist so. Ne? Und ich hoffe nur, dass wir ein bisschen Glück auch haben, ne? Dass die Zahlen sich eben nicht so dramatisch weiterentwickeln, dass das wirklich unter Umständen erwogen wird. Weil nach einem Lockdown werden wir wirtschaftlich, gesellschaftlich, psychologisch für die Kinder nur mehr sehr schwer verkraften. Auch das Geld für das Zahlen dieser ganzen Beihilfen, ne, die es gegeben hat, wird nicht mehr da sein. Es ist ja jetzt einmal enden wollend. Ne? Also es ist schon, mach mir zum Verzweifeln, muss ich sagen. Ja, ich meine, ob man einen Lockdown, also erstmal einen Lockdown, einen generellen Lockdown oder auch nur Lockdown der ungeimpften Erwachsenenbevölkerung, lässt sich ja nur rechtfertigen und wird es nur dann geben, wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems wieder droht. Was aber passieren kann bei 40% Nicht-Immunisierten, das ist ja nicht so wenig. Kann das natürlich drohen. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Es gibt ja aber noch andere Probleme, die mir im Moment mehr Sorgen machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nämlich in einer Woche oder so, oder wann immer es ist, fängt die Schule wieder an. Ja? Und die Kinder sind nicht geimpft. Ja? Und die Kinder sind die Treiber der Pandemie jetzt, weil sie sozusagen in großen Zahlen dort nicht geimpft sind und weil die Delta-Variante so viel ansteckender ist. Und wenn ich mir anschaue, ich glaube in Schottland sind die Schulen jetzt seit einer Woche offen und vor einer Woche hat es in Schottland eine Inzidenz von 300 gegeben und jetzt gibt es eine Inzidenz von 600, dann habe ich einen gewissen Verdacht, würde ich fast sagen, was uns da blühen kann. Ja? Und das wäre natürlich eine Katastrophe, weil das heißt ja auch, selbst wenn es keinen Lockdown der Schulen gibt, ja, wenn die Hälfte in einer Klasse infiziert ist, wird es keinen normalen Unterricht in dieser Klasse geben. Möglicherweise ja? Allerdings auch ohne krank zu sein. Das muss man sozusagen, naja, möglicherweise, sage ich. Also, da sind die Kleinen das gar nicht so in dem Maße. Ja, haben. Aber das ist auch eine Hoffnung. Ja, aber Sie wissen ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Und wir müssen halt schauen, dass, dass uns das gelingt, was in Dänemark offenbar gelingt, ne? Wo man das jetzt aufhebt. Das liegt aber wohl auch an der Impfrate, an der höheren. Ne? Ja, natürlich. Sein, ja. Ja. Ne? Gut. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter und dann sprechen wir einerseits über den ÖVP-Parteitag am Wochenende. 99,4% für Sebastian Kurz. Ist das schon nordkoreanisch? Darüber sprechen wir gleich und wir sprechen über Afghanistan, die Afghanistan-Krise und die aktuelle innenpolitische Debatte darüber. Ganz kurze Pause, dann sind wir gleich zurück. Fellner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück. Zu Gast sind Robert Miesig und Andreas Mölzer. Sprechen wir über den ÖVP-Parteitag. Ich würde gerne mit Ihnen beginnen, Herr Mölzer. 99,4%, das ist schon ein ordentlicher Wert. Ist das schon wieder zu viel des Guten, weil man da eher an Lukaschenko und an Putin denkt als an eine österreichische Partei? Es ist schon beachtlich, in welch hohem Maße der Herr Kurz seine Partei, wie sehr die türkise Buberl-Partie, diese schwarze ÖVP im Griff hat. Das ist schon beeindruckend. Ne? Man muss allerdings eines bedenken, dass gerade solche Ergebnisse
auch ein hohes Maß an Verantwortung mit sich bringen. Insofern, das heißt, bei allem, was daneben geht, ist dann der allmächtige Schuld, der allmächtige Parteivorsitzende. Und ich habe so viele Dinge erlebt, auch jetzt in der mir nahestehenden Partei oder meiner Partei, von Haider bis Strache, wo die unglaubliche Ergebnisse bei solchen Parteiversammlungen und Parteitagen gehabt haben. Ne? Und danach kommt dann, nach der Hybris, kommt der Absturz. Ne? Und also nicht, dass ich das jetzt dem Bundeskanzler wünschen würde, aber es kommt ja etliches auf ihn zu. Ne? Erstens Bewältigung von verschiedensten wirklich großen Problemen für das Land. Zweitens unter Umständen eine Anklageerhebung und Ähnliches. Also da ist schon noch einiges drinnen. Ne? Er muss sich schon was überlegen. Ne? Wer hoch steigt, kann auch tief fallen. Aber wenn man es jetzt vergleicht, insbesondere mit dem SPÖ-Parteitag, das ist ja wie Tag und Nacht. Ja, na gut, das ist aber erstens mal nicht so ein große Wunder. Also wenn du ein erfolgreicher Bundeskanzler bist, der sozusagen für deine Partei die Macht erobert hat, was ja auch bedeutet, für ganz viele von den Satrapen schöne Plätze an den Futtertrögen, dann sind natürlich alle ganz froh. Und dann hast du natürlich bis zu einem gewissen Grad diese Zustimmung. Und dann soll man auch nicht ganz vergessen, dass diese türkise Message-Control-Zentrale ja doch auch viel unter Kontrolle hält. Das sagt ja schon der Name der Message-Control. Darunter eben auch das Geschehen innerhalb von der Partei. Also da kann man sich ja circa vorstellen, wie der Apparat geschnurrt hat vorher, damit da alle auf Linie gebracht wird. Aber nur ad hoc, es ist schon beeindruckend, wie sehr der Herr Platter, wie sehr der oberösterreichische Landesamtsteller, wie die handzahm sind. Na gut, das sind ja noch wenig. Sie sind ja noch sozusagen gerade der Oberösterreicher ist ja Teil dieser Mehrheit. Oh. Aber gerade wenn man auch bei viele ÖVPler dann unter der hinter vorgehaltenen Hand sagen, dass sie eher ein bisschen unzufrieden sind, auch mit der Message und mit den Botschaften und mit diesem Rechtsruck, da braucht keiner mehr kommen und sagen, ja, in Wirklichkeit insgeheim sind wir ja. Also das, jeder, der dazu gestimmt hat, ist dann letztlich mitverantwortlich für den Kurs, den diese Partei fährt. Ich finde aber sozusagen eines noch ganz interessant, das soll man ja auch nicht ganz vergessen, es ist ja interessant, wie die ÖVP ihre Wahlergebnisse zählt. Ist bei anderen Parteien auch nicht ganz anders, aber in dem Fall finde ich es trotzdem interessant. Es haben nur 3 offensichtlich dagegen gestimmt, aber es haben ca. 50 der Delegierten, der wahlberechtigten Delegierten an der Wahl nicht teilgenommen. Ja? Jetzt weiß ich nicht warum. Ich meine, so lange hat der Parteitag nicht gedauert, dass die 50 schon noch 2 Stunden heimfahren haben müssen. Nehme ich mal an. Vielleicht also, krank sind die kommen. Nein. Der wahlberechtigte Delegierte ist schon der sozusagen in der Früh angekommen ist, meiner Meinung nach. Nein, also 600 Delegierte waren es von vornherein. Die Frage ist, wie viel dann dort waren, weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Also gut, also es deutet einiges darauf hin, dass einige Dutzend, vielleicht 2-3 Dutzend, halt einfach dann nicht mitgestimmt haben, was eine Art von, weiß ich nicht, offensichtlich innere Immigration ist ganz interessant, jedenfalls das zu bemerken. Also verglichen mit den wahlberechtigten Delegierten hat er dann, glaube ich, nur mehr 86,7%, was auch viel ist und das ist kein Drama. Es interessiert mich nur eigentlich persönlich auch, was war die Motivation derjenigen, die da mit den Füßen abgestimmt haben und nicht beziehungsweise waren die 3, die dagegen gestimmt haben. Das muss man mal haben, oder? Aber das ist schon interessant. Und das stimmt auch sicher, wie Sie das darstellen, dass da durchaus den einen oder anderen gibt, der bewusst gesagt hat, na, ich bleibe beim Gratis-Gulasch-Straßen und stimme nicht mit. Ne? Aber das gibt es natürlich auch in allen Parteien. Nur ich glaube, eines ist auch wichtig, so ein Erfolg, der ist unbestreitbar. Das heißt, das ist eine geschlossene Partei, da kann man gar nicht dran deuten und rütteln. Aber dieser Erfolg oder dieses Vertrauen hält solange der Erfolg da ist, der politische. In dem Moment, wenn das einmal daneben geht, dann werden die kritischen oder nicht weniger kritischen Stimmen sich sehr wohl sehr lautstark, das gerade in der ÖVP. Ja, Mitterlehner hat 99,1%. Ja, unglaublich. Und das ist genau das Beispiel. Ne? Nur eins sollte man auch nicht wegdiskutieren. Im Gegensatz zur SPÖ ist das halt im Moment eine geschlossene Partei. Das kann die SPÖ halt nicht von sich behaupten. Das ist keine Schadenfreude, das ist nur ein Faktum. Ne? Und eins ist auch klar. Wie lange wird jetzt ein so innerparteilich gestärkter ÖVP-Chef und Bundeskanzler sich in der Koalition sich frotzeln lassen vor den Grünen? Wie lange wird er sich immer mit dem Strafrichter drohen lassen und, oder wie sehr wird er jetzt dort Remedur machen und auf den Putz hauen und sagen, so Freunde, bis hierher und nicht weiter. Da bin ich gespannt. Das wirkt sich schon auf das Koalitionsverhältnis aus. Das ist ja vielleicht ein spannender Punkt. Der Mölz hat das vorher eh angesprochen. Jetzt wird ja ein heißer Herbst. Da steht ja einiges an. Corona haben wir schon besprochen. Aber neben Corona gibt es eine ökosoziale Steuerreform, wo die Parteien relativ weit auseinander sind. Dann die große Frage, kommt der Anklage in den Verfahren wegen Falschaussage? Und die ganze Migrationsfrage, wo es ja derzeit schon, sage ich mal, ziemlich heiß hergeht zwischen Grünen und ÖVP. Wie sehr stärkt Sebastian Kurz dieses Wahlergebnis jetzt für den Herbst?
Naja, ich weiß nicht, ob das so eine große zentrale Frage ist, weil wenn man sich anschaut, dass der Sebastian Kurz und die ÖVP-Regierungsmannschaft ohnehin andauernd ihren grünen Regierungspartner vorführen und demütigen, ja, und immer Grenzen überschreiten, von denen sie wissen, dass das den Grünen wehtut. Ja? Jede Woche mindestens zweimal mit irgendetwas rausgehen, wo sie wissen, das ist ein Nadelstich gegenüber den Koalitionspartnern. Partner, das ist ja etwas, was man normalerweise in einer Koalition nicht tut. Oder wenn, dann nur, wenn man sozusagen quasi schon in gewisser Weise das Koalitionsklima ruinieren will. Ja? Also da kann ich mir schwer vorstellen, dass der Sebastian Kurz gestärkt mit 99% da noch mehr zulegt. Ja? Das ist das Problem, was die Grünen haben. Also die Grünen werden sie wehren müssen und die ÖVP ist offensichtlich nicht bereit, da sozusagen gewissermaßen diese, was so einen normalen Gesprächs- und Vertrauen und Abmachung, Handschlagqualität bedeutet, einzuhalten. Ja? Und das ist das Problem dieser Koalition und die Grünen haben sich halt bisher entschlossen, alles zu schlucken. Ja? Irgendwann mal werden die Grünen ein Problem kriegen und das wird dann auch ein Problem für Sebastian Kurz sein, es sei denn, er hat schon seinen Plan mit der FPÖ, die da wieder reinzuholen oder was weiß ich, was er für einen Plan hat. Das glaube ich, wird mit Herbert Kickl im Moment schwierig werden. Aber wie lange lassen sich die Grünen das ihrer Meinung nach gefallen, weil es gab ja da schon die ersten, Birgit Hebein, die hat immer in das Koalitionsabkommen mitverhandelt, muss man sagen. Ja. Ehemalige Gewinner, Parteichefin und Vizebürgermeisterin, die aus der Partei ausgetreten ist. Und das ist ja, sage ich einmal, nur ein bisschen ein Symbol auch für viele, die da durchaus Unmut derzeit haben mit dieser Regierungsbeteiligung. Absolut. Ich sehe es ein bisschen so wie der Herr Misik. Ich meine, wie lange geht das, weil die ÖVP das offenbar in vielen Bereichen anlegt drauf. Auf der anderen Seite, wenn die Grünen sagen, die ÖVP hat kein Herz, nein, in Bezug auf die Afghanistan-Flüchtlinge und so weiter, sind das ja auch schon deutliche Zeichen. Und nach dem Strache-Urteil vorige Woche bin ich gespannt, was jetzt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und die unter der Leitung der Justizministerin Grünen Zadic stehende Justiz im Fall von Herrn Löger, von Herrn Blümel und macht. Aber das sind dann Dinge, wo es jetzt wieder gegenüber der ÖVP happig wird. Und das wären die spannenden Fragen. Und da wird sie dann schon erweisen, ob da dann so ein lockeres Weiterregieren, so wir hassen uns zwar wie die Pest, aber wir sind weiter eine Koalition mit dem Besten aus zwei Welten, ob das dann noch möglich sein wird. Mhm. Afghanistan ist jetzt eher als Stichwort schon gefallen. Jetzt gibt es ja nach wie vor diese Diskussion in Österreich. Die ÖVP steigt ja nicht runter. Am Parteitag hat Sebastian Kurz ja eigentlich wieder sogar erneuert oder sogar nachgeschärft. Weiterhin Abschiebungen nach Afghanistan, sofern das möglich ist. Und definitiv keine Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan. Ja, und da sieht man ja auch wieder, dass es alles nur Nebeldebatten sind, weil was gibt es denn an Möglichkeiten, Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen? Also jetzt werden ausgeflogen, ein paar zigtausend wurden ausgeflogen von der gesamten westlichen Welt an den Bedrohtesten, zum Großteil heute an den Bedrohtesten. Aber da könnte man ja auch ein paar aufnehmen. Da könnte man ein paar aufnehmen, aber das geht sozusagen, 20.000 kommen nach Kanada, 10.000 in die USA und dann würden für uns vielleicht noch 5 überbleiben. Also das sind ja keine Fragen von Relevanz. Ja? Es hat auch für die Grünen, für die ÖVP keine Relevanz, ja, in der Sache. Es hat eine Relevanz als Symbolik. Ja, genauso wie dieses blödsinnige Parteitagsbeschluss, dass man für ein Verbot der Scharia in Österreich ist. Ja, kann ja auch für den Verbot des Walfangs im Donaukanal sein. Ja. Das sind ja alles so absurde Dinge, wo jeder Mensch weiß, es geht nicht um etwas Reales, sondern es geht nur um eine Show, um Slogans, um irgendwelche Bilder, um Inszenierung von absurdesten Dingen. Ja. Und das weiß man natürlich auch, dass es da in Wirklichkeit jetzt um zwei Sachen geht. Die eine Sache ist, dass die ÖVP halt dieses Anti-Ausländer-Union-Selling-Proposition, das der FPÖ weggenommen hat, nicht wieder hergeben will. Ja? Und das Zweite ist, es geht um den oberösterreichischen Landtagswahlen. Ja? Das ist natürlich halt auch das Problem von österreichischer Politik, dass dauernd um irgendetwas geht, was sozusagen quasi dann in 3 Wochen ist oder in 6 Wochen. Ja? Alle spielen nur für die Galerie der oberösterreichischen Landtagswahlen. Die Grünen übrigens genauso, brauchen wir sie nur anschauen, du hast da 1-2-3 Ticket, das ist nicht mehr noch fertig, aber dann gehst du schon raus, logischerweise, warum tut man das? Weil man halt vor den oberösterreichischen Landtagswahlen damit rausgegangen sein will. Ja, das ist halt ein bisschen auch die Blödheit der österreichischen Innenpolitik, die wir in dem Fall von der Bundesregierung erleben. Ich bin durchaus bereit, auch zuzugestehen, wären Sozialdemokraten in der Regierung, denen es auch nicht immer rationale Dinge machen. Das sind halt die Blödsinnigkeiten von Showpolitik und das ist schon ein bisschen das Problem
dass es ist immer eine Spur von Showpolitik. Selbst der Staatsmann wird Showpolitik machen, weil der muss ja gewählt werden. Ja? Ja, ein guter Wahlkandidat. Eine der negativen Seiten der Demokratie, dass halt diese Dinge wahltaktisch nur notwendig sind. Nur in Österreich sind wir momentan in einer Situation, dass alles nur mehr Show ist und dass das ernsthafte Kondensat überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ist das so? Ist das alles Show Ihrer Meinung nach? Naja, es ist weitgehend Show und Inszenierung, da gebe ich dem Herrn Misik völlig recht. Die ÖVP hat mit dem Thema Migration und Zuwanderung und Asylproblematik die Wahlen gewonnen und sie will dieses Thema nicht hergeben. Das ist völlig richtig, gerade wenn sie sieht, dass die FPÖ sich unter Kickl ein bisschen konsolidiert, dann will sie das um jeden Preis behalten. Und das Thema Afghanistan, das halt damit zusammenhängt, ist natürlich ein willkommener Anlass, um hier diese Inszenierung zu zelebrieren. Das ist völlig klar, obwohl es eben de facto wirklich keine Abschiebungen gibt. Im Gegenteil, es gibt ja ganz skurrile Vorgänge. Da schickt man vom Jagdkommando Spezialisten des Bundesheers nach Afghanistan, um Österreicher zu retten. Und dann muss man hören, dass das afghanischstämmige Familien oder Leute sind, die bei uns Schutzstatus oder Asylstatus haben und in Afghanistan Urlaub machen. Ne? Und die wir jetzt wieder herausholen. Solche paradoxen Dinge geschehen, wo sich jeder ans Hirn greift. Ne? Und das ist die ÖVP, die auf der einen Seite solche Dinge zulässt, auf der anderen Seite sich beinhart, als was weiß ich, kein einziger Flüchtling kommt ins Land und, was ja auch Blödsinn ist. Ne? Aber Sie wären prinzipiell jetzt abseits, sage ich mal, dass Sie die ÖVP für die Showpolitik kritisieren, aber prinzipiell sind Sie schon dafür, dass man weiter nach Afghanistan abschiebt, insbesondere straffällige? Oder sagen Sie, es ist wirklich nicht möglich und momentan... Im Moment ist es nicht möglich. Ich meine, die werden ja mit dem Fallschirm abspringen über Kabul. Ne? Das ist ja klar. Ne? Das ist eine reine Faktizität. Ich bin natürlich dafür, wenn es die entsprechenden Verhältnisse erlauben aber würden. Und wenn es Straffällige wäre, sind, die nach österreichischem Recht abzuschieben sind, bin ich natürlich dafür und wird jeder, der das österreichische Recht respektiert. Ja, wenn die Zustände sich so regeln, dass also die internationale Gemeinschaft auch das Taliban-Regime weitgehend anerkennt, auf dem Weg ist man offenbar, dann ist das sicher wieder eine Option. Im Moment ist es nur... Verbalerotik, ne? Migrationskritische, die ÖVP hier betreibt. Das ist völlig klar. Ne? Die Frage ist ja auch, wie umgehen mit den Taliban. Auch da gibt es ja derzeit zwei Strömungen oder zwei Richtungen. Die einen, die sagen, ja, man muss mit denen sprechen, man muss mit denen in Verhandlungen treten. Und die anderen sagen, na, das sind Terroristen und Steinzeit-Islamisten, mit denen sollte man auf keinen Fall Gespräche führen. Wie siehst du das? Naja, ich weiß nicht, sozusagen in der internationalen Welt, Politik muss ich auch manchmal mit dem Teufel und seiner Großmutter Gespräche führen. Da habe ich grundsätzlich keine Vorbehalte dagegen, wenn man weiß, warum man diese Gespräche führt. Wenn man die Gespräche führt, um auszuloten, was kann man dann noch an Achtung an Menschenrechten und an gewissen Grundrechten retten, dann soll man das machen. Ja? Dann soll man das machen, wenn man der Meinung ist, es gibt ein Fenster der Möglichkeiten, die Taliban zu moderaten Islamisten zu verwandeln. Ja, meinetwegen, dann soll man helfen dabei. Ja, bin ich immer dafür, sozusagen, dass man Gespräche führt, selbst mit Diktatoren. Ja? Der Punkt ist nur, wie realistisch ist das? Ja? Und da habe ich im Moment relativ wenig Hoffnung, dass die Taliban die Ersten sein werden auf der Liste der globalen Bösewichte, die gerade auf dem Weg in Moderierung sind, ja? Und in die Radikalisierung. Also das sehe ich im Moment eher nicht. Da geht es eigentlich eher nur darum, wie man noch sicherstellen kann, dass man die vielleicht ein paar 10.000, die mit dem Westen zusammengearbeitet haben und in den letzten 20 Jahren viel dafür getan haben, dass dort so etwas wie Demokratie und Freiheitsrechte sich durchsetzen oder zumindest Freiheitsrechte und Menschenrechte, dass man die rettet und rausholt. Viel mehr wirst du da im Moment nicht hinkriegen. Wie sehen Sie das? Naja, man muss, wie Sie sagen, realistisch sein. Schauen Sie, jede Menge sozialdemokratischer Ex-Politiker, Ex-Kanzler Deutschlands und Österreichs dienen sich an bei Gazprom, bei der russischen und bei den Chinesen und bei Kasachstan, Diktatoren und, und. Wir haben Wirtschaftsbeziehungen mit Weißrussland, des Herrn, wie heißt er? Lukaschenko und. Das ist ja alles Realität. Ne? Und der Glaube, dass wir eine Demokratie nach westlichen Maßstäben in Afghanistan hineintragen können, das haben wir ja gesehen, dass das nicht geht, selbst mit den unglaublichen Mitteln Amerikas. Also dieses Nation-Building von außen nach westlichen Maßstäben ist eine Illusion. Das müssen wir uns abschwingen. Die Frage ist, wie weit sind diese Leute erstens gesprächsfähig? Wie weit sind sie so, dass sie die primitivsten Menschenrechte einhalten können? Das wird man
alles überprüfen müssen. Ne? Das hilft ja nichts. Abschließend noch, soll man ausgewählte Flüchtlinge, Frauen, Mädchen, Richterinnen standen im Raum oder Afghanen, die für westliche wissen, sozusagen Länder dort gearbeitet haben, soll man die aufnehmen? Nein, oder das würde mich schon interessieren, nachdem sie immer heißt Richterinnen. Ich möchte gern wissen, wie viele Richterinnen es in Afghanistan jetzt gegeben hat. Aber abgesehen davon, es ist völlig klar, wenn es Institutionen gegeben hat, die NATO, die Amerikaner, für die also Leute gearbeitet haben, sich auch exponiert haben, die als Verräter gelten jetzt für das jetzige Regime, dass man denen Schutz gewähren sollte. Ne? Nur wir sind nicht bei der NATO. Ne? Und die Europäische Union hat dort offiziell nichts gehabt. Die hat vielleicht ein paar zivile oder wirtschaftspolitische Berater gehabt, da bin ich sehr dafür. Aber warum sollen wir für die NATO-Staaten, und da ist Österreich nicht dabei, wir sind neutral, solche Leute aufnehmen? Das ist schon eine Sache der NATO-Staaten. Sie sagen, die NATO-Staaten sollen aufnehmen, aber nicht Österreich. Naja, und nicht Österreich. Also, und auf der anderen Seite, schauen Sie, Flüchtlinge haben im nächstgelegenen Nachbarland Aufnahme zu suchen, wo es also einigermaßen friedliche, wo ihr Leib und Leben nicht bedroht ist. Ne? Das ist nicht Österreich. Wir sind da 6.000 Kilometer entfernt. Ja, aber also ganz so einfach ist es nicht, weil ich meine, Österreich war ja auch, wenn ich da recht informiert bin, zumindest mit 100 Bundesheersoldaten dort im Einsatz. Die werden auch ein paar Köche gehabt haben, die werden auch ein paar Übersetzer gehabt haben. Also, dass wir da sozusagen überhaupt keine Veranlassung haben. Und dann gibt es natürlich viele westlich orientierte, grundrechtorientierte NGOs, Journalisten, internationale Journalistenorganisationen, die dort wiederum unterstützt haben, die Entstehung einer freien Presse. Also wenn du das alles zusammenzählst, wirst du natürlich viele Zehntausende Menschen haben, die auf irgendeine Art und Weise, sagen wir mal, auf der Seite westlicher Werte oder demokratischer, menschenrechtlicher Werte gestanden sind und sich hier engagiert haben. Und die muss man retten. Die werden dann auf der Welt verteilt und deswegen sage ich ja, es hat keine große Relevanz, weil es wird dann in Österreich die Frage sein, sollen es 20, 30, 40 sein, die in Österreich aufgenommen werden. Nachdem wir 45.000 Afghanen haben, würde uns das auch nicht wehtun. Und denen wird man wohl helfen, wenn man die überhaupt in die Lage kommt. Im Moment hat noch keiner angeklopft, ja, hat auch noch keine internationale Institution angerufen. Und jetzt deutlich auch gesagt, dass wir keine aufnehmen. Angerufen und gesagt, bitte nehmt 50, während Deutschland 500 nimmt oder 5.000 oder sonst irgendwas. Das wird vielleicht irgendwann mal auf uns zukommen, aber das ist im Moment nicht die zentrale Frage. Das ist, deswegen sage ich auch, es steht eigentlich nicht am Tapet, aber alles, was die ÖVP tut, ist zu sagen, wir nehmen keinen auf. Ja? Und da wäre doch meine erste menschliche Reaktion, wenn Menschen Schutz brauchen und im Elend sind und so eine Tragödie, wie in Afghanistan jetzt passiert, weil das ist ja eine Tragödie, das ist ein Fiasko des Westens, ja? Dann ist meine erste Reaktion die armen Leute und denen, die jetzt bedroht sind. Ja? Und nicht die erste Reaktion, wie kann ich schauen, dass keiner zu uns kommt von denen, die bedroht sind. Vielen Dank an beide Herren, war eine spannende Diskussion. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Die beiden Herren sind dann kommenden Montag wieder. Da jetzt, wie gesagt, kurze Pause und dann geht es gleich weiter und zwar mit den aktuellen Nachrichten des Tages.